Deswegen hasse ich den letzten Zug. Oh Mann. Ja, den letzten Zug auch in einer Stadt zu nehmen. Das ist immer so ein bisschen scheiße, mit ganzen Besoffenen rumlaufen. Nee, mal einen Euro, ich will Dünner kaufen. Das nervt nochmal Zeit. Ja, die Terroristen. Ich gebe immer Terrorist. Bla bla bla. So, reden wir mal. Hör auf mit dem kindischen Zeug. Setz dich hin und halt den Mund. Arschloch. Eines Tages wird er längst berühmt und ich auch. Hm, genau, davon räumst du. Du gehst in anderen Person was stehen auf die Nerven. Mhm, genau. Herr Miko, willst du dir das mit mir ansehen? Mit einer Karte aus des Schienennetzes von Midgar. Wir könnten es uns mal anschauen. Ich werde es dir erklären. Mal von mir aus. Ich mag solches Zeug. Bomben und Munition, weißt du, so abgefahrenes Zeug. Ah ja. Die hat eine Schraube locker, Leute. Okay. Es fängt gleich an. Ja. Dies ist ein exaktes Modell der Stadt Midgar. Ja gut, das ist eigentlich viele Pillepalle. Das ist unwichtig, das will ich nicht vorlesen. La 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 la. Ich bin so müde. Oh ja. Wenn man vom Teufel spricht. Die Lampen bedeuten, dass wir im Ausweiskontrollbereich sind. Flüster, Flüster. Wenn die Lichter ausgehen, weiß man nie, was für Gestalten rauskommen. Hm. Oder wo die Gestalten herkommen. Meiner heißt Bastian. Wie heißt deine Bubu? Egal, wir sind sowieso fast schon oben. Was für eine Erleichterung. So. Schau, du kannst jetzt die Oberfläche sehen. In dieser Stadt gibt es keinen Tag und Nächte. Wenn die Platte nicht wäre, könnten wir den Himmel sehen. Eine schwimmende Stadt, ganz schön instabile Gegend. Huch. Henniger, dass du mal sowas sagst. Du bist halt immer für eine Überraschung gut. Die Welt da oben ist eine Stadt auf einer Platte. Und wegen dieser Pizza müssen die Leute unten drunter leiden. Und die Luft in der Stadt unten ist völlig verschmutzt. Ja, Leute, wohnt mal in der Nähe von der BSF, dann wisst ihr doch, wie man Luft schreibt. Und außerdem verbraucht der Reaktor sämtliche Energie. Und warum ziehen dann nicht alle auf die Platte? Na, als ob es genug Platz ist. Das ist eine dumme Frage, warum ziehen nicht die armen Menschen in Afrika nach Deutschland oder weiß ich wohin? Weil es nicht geht. Wahrscheinlich, weil sie kein Geld haben oder vielleicht, weil es wenig Platz ist, weil sie nicht leisten können, weiß der Geier, weil sie Sprachen nicht können. Weil sie ihr Land lieben. Egal wie verdreckt es ist. Wohl eher die Häuser. Ach was, das reg ich mich auf, ey. Ich weiß, keiner lebt in den Slums. Weil er es so will. Es ist wie mit diesem Zug. Der kann auch immer nur dahin fahren, wo die Gleise ihn hinführen. Yeah. Jetzt habe ich Bock auf Pizza. Yeah, alle steigen sie aus.
Hey, kommt hier rüber, ihr alle. Die Mission war ein Erfolg. Ihr dürft euch jetzt aber nicht auf eure Lorbeeren ausruhen. Der schwere Teil kommt erst noch. Lasst uns nicht von der Explosion einschüchtern. Die nächste fällt noch viel größer aus. Oh mein Gott, ihr größenwahnsinnigen Freaks. Wir treffen uns dann im Versteck. Weg hier. Ich werde schon wieder laufen. Stückchen. Bam, 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 bam. Ja, wir speichern mal und ich glaube, ich werde die ganzen Parts jetzt an einem Stück hochladen. Denn ich, ich habe ja kaum was gemacht. War ja kaum Action dabei und sowas. Deswegen freut euch, wenn alle an einem Tag hochgeladen. So, jetzt schauen wir mal, ob das auch wirklich gespeichert hat. Speichern. Ach ja, ist gut. Yep, hat gespeichert. Auch wenn es kaum Geld gebracht hat, die zusätzlichen Kämpfe da, aber was soll's. What the fuck, was ist hier los?